Lisa die Tür des Tierheims öffnete. Sie hatte sich schon lange einen Hund gewünscht, doch keiner schien so richtig zu ihr zu passen. Dann sah sie ihn, im hintersten Käfig, zusammengekauert und unsicher. Ein kleines, haarloses Wesen mit faltigen, rosa Ohren und einem Schwanz, der wie ein winziger, krummer Ast war. Alle anderen Besucher schüttelten den Kopf und gingen vorbei. So ein hässlicher Hund, flüsterten sie. Doch Lisa fühlte etwas anderes. In den großen, dunklen Augen des Hundes sah sie eine tiefe Sehnsucht, eine Verletzlichkeit, die sie berührte. Sie nahm ihn in ihre Arme, und er kuschelte sich an sie, als sei er endlich zu Hause. »Du bist mein Spot«, sagte Lisa leise. Sie wusste, dass er ein ungewöhnlicher Hund war, aber sie liebte ihn. Sie kaufte ihm kuschelige Klamotten, weil er so kalt war, und nahm ihn überall mit hin. Im Park, im Supermarkt, sogar zum Kaffee trinken. Die Leute starrten. Manche flüsterten hinter ihrem Rücken, andere zeigten mit dem Finger. »Warum tust du dir das an?«, fragten sie. »Der sieht doch aus wie ein Alien.« Aber Lisa beachtete sie nicht. Sie sah nur Spot an, seine Freude über jede Streicheleinheit, seine tiefe Dankbarkeit für ihre Liebe. Mit der Zeit wurde Spot selbstbewusster. Er spielte mit anderen Hunden, er lernte neue Tricks und er freute sich über jeden Spaziergang mit Lisa. Er war ihr bester Freund, ihre treue Begleitung, ein kleines, außergewöhnliches Wunder in ihrem Leben. Eines Abends, als sie durch den Park schlenderten, kam ein Mädchen auf sie zu. »Dein Hund ist ja ganz schön seltsam«, sagte sie, aber ihre Stimme war voller Neugier, nicht Verachtung. »Kann ich ihn streicheln?« Lisa lächelte. »Klar, mach ruhig.« Das Mädchen strich sanft über Spots Kopf. »Der ist ja eigentlich ganz süß«, sagte sie überrascht. »Ist er ein Nackthund?« Lisa nickte. »Ja, ein chinesischer Nackthund. Er ist einzigartig.« Das Mädchen lächelte. »So wie du«, sagte sie. Lisa blickte Spot an, der sich mit einem glücklichen Stöhnen an das Mädchen kuschelte. In diesem Moment spürte sie, dass es nicht wichtig war, was andere Leute dachten. Spot war perfekt, so wie er war. Und er machte sie glücklich. Er war ein Geschenk, ein Beweis dafür, dass Schönheit in den Augen des Betrachters liegt und dass wahre Liebe alle Unterschiede überwinden kann. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.